Wenn Menschen an Kunstvermittlung denken, denkt man oft oder schnell an einen Kindergeburtstag, einen Workshop, etwas basteln, vielleicht noch etwas kollagieren. Und das stimmt alles auch, aber eben wirklich nicht nur. Also die Vermittlung kann auch sein, wo oder wie muss ein Zahltext beschriftet sein, wie einfach muss der geschrieben sein, welche Menschen sprechen wir an mit dieser Ausstellung und welche schließen wir aus. Das Kunstmuseum hat auch immer wieder eigentlich zum Ziel, so viele Menschen wie möglich einzuladen. Aber dass man alle erreichen kann, ist eine Illusion. Also muss man sich auch immer bewusst sein, wen kann man mit einer Ausstellung vielleicht nicht einladen und wen könnte man das nächste Mal einladen. Und so ist es eigentlich mein Job oder der Job der Kunstvermittlung, zu schauen, ja, wo gibt es noch Hinweise, wo wir vielleicht Kooperationen eingehen könnten, welche Menschen haben gar keine Ahnung, was wir hier alles so tun. Und das passiert durch Outreach-Projekte. Zum Beispiel haben wir jetzt gerade mit dem Robinson-Spielplatz, also mit der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Thun zusammengearbeitet, wo ich gesagt habe, wenn nicht die Kinder zu uns kommen, wenn sie vielleicht gar nicht wissen, dass sie zu uns kommen können, oder auch die Erwachsenen, dann gehen wir zu ihnen. Also das ist jetzt ein spezifischer Fokus auf die Jugendlichen, die bis 16 Jahre eigentlich ja gratis ins Museum kommen könnten, aber das oft auch nicht wissen. Das Kunstmuseum Thun zeigt eine internationale Gruppenausstellung mit Werken von zeitgenössischen KünstlerInnen, die sich mit dem Motiv des Zirkus auseinandersetzen. Weil wir alle irgendwie eine Verbindung zum Zirkus haben, also das Zelt und die Manege und das Popcorn oder das Sägemehl, das ist uns allen präsent und meist verbinden wir es mit so einer Fantasiewelt, die irgendwie abgekoppelt ist von unserer Realität. Und hier in der Ausstellung wird aber schnell klar, dass das, was in der Manege passiert, eigentlich ganz viel mit unserer Geschichte und unserer Gegenwart zu tun hat. Und genau darum geht es in dieser Ausstellung. Also es wird thematisiert, wie wir mit Tieren umgehen oder was für Menschen wir als exotisch wahrnehmen vielleicht oder wie wir mit Erfolg und Scheitern umgehen und ja, also so Themen, die eben immer noch aktuell sind, auch wenn der Zirkus vielleicht an sich wie ein Relikt aus einer anderen Zeit wirken kann. Wir sind auch immer darauf bedacht, eben das Museum zu öffnen, gerade auch für Menschen, die vielleicht nicht einen so natürlichen Zugang zum Museum haben oder Hürden haben, in ein Museum zu kommen, sei es, weil ihre Erstsprache nicht Deutsch ist oder Menschen mit Beeinträchtigungen, die eine Hilfestellung benötigen. Da schauen wir schon auf der Webseite, dass es eben Texte in leichter Sprache gibt. Wir schauen in der Ausstellung, dass es Texte in leichter Sprache gibt. Wir machen Führungen, Veranstaltungen und wir sprechen gerade auch spezifisch Menschen an und Vereine und sagen, ja, kommt mal vorbei, macht was mit uns. Wir tragen auch das Label Kultur inklusiv, wo wir eigentlich wirklich auch ein Aufgaben- oder ein Pflichtenheft haben, das wir mit ihnen abgemacht haben und ja, einfach ganz klar ist, was für Bedingungen wir auch als Institution erfüllen müssen. Ich glaube, der Unterschied zwischen einer Zirkusshow und dieser Ausstellung ist eben, dass es hier um die Reflexion anhand des Motivs geht. Und es geht nicht darum, dass wir hereinkommen, unterhalten werden, sondern dass wir mit diesen Motiven zum Denken angeregt werden und dass es wie wirklich aufzeigt, dass das alles mit uns zu tun hat und dass es nicht nur eine Schau ist. Wir stoßen immer wieder auf sehr offene Ohren mit allen
Institution, die wir zusammenarbeiten. Wir werden auch immer wieder großzügig finanziert und unterstützt vom Förderverein. Das ist ein Verein, der wurde 1959 gegründet und umfasst rund 350 Mitgliederinnen und Mitglieder. Und jetzt gerade bei der aktuellen Ausstellung haben wir einen Kindernachmittag, der mitfinanziert wird vom Förderverein. Da wird ein Glon, also eine Glonin, in die Ausstellung kommen. Kinder und Begleitpersonen haben gratis Eintritt und ja, das Museum quasi öffnet sich so.